Ole, herzlichen Dank, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Wir befinden uns hier auf dem Gelände der Bau- und Wohngenossenschaft Spreefeld Berlin bei eurem Spreefeld Inklusions Tango Café. Wie kam es zu diesem Projekt, bei dem sich Menschen mit und ohne Beeinträchtigung treffen und miteinander tanzen können? Vor 7 Jahren habe ich mich mit Thomas Riese vom NU hier getroffen und mit Ischke und haben geguckt, wie man in Berlin mit inklusiven Tango-Tanzen beginnen könnte und haben dann den Raum uns angeschaut und haben uns darüber entschieden, sozusagen einfach zu beginnen. Und Pinel hat die Miete übernommen und Thomas hat die Tango-Lehre organisiert und ich habe das Allgemeine organisiert. So haben wir angefangen. Zuerst im Bootshaus und später dann hier im Optionsraum. Spreefeld hat Optionsräume, wo eben die frei genutzt werden können. Optionsräume heißt, also die werden für solche Initiativen, für Kultur verwendet, also zur Verfügung gestellt, kostenfrei oder? Genau, die werden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ah. Und wir sind zu Spreefeld gekommen, weil wir einerseits hier von Pinel ein Atelier hatten. Mhm. Und es die blaue Karawane gab und damals gab es die Idee, inklusive WG bei Spreefeld zu machen. Das ist damals an den Finanzen dann gescheitert. Und der Tango ist dann das, was sozusagen übrig geblieben ist, was verwirklicht werden konnte. Okay, das Tango-Café findet monatlich statt. Wie sieht der Rahmen aus des Tango-Cafés und gibt es ein spezielles Programm und gibt es zusätzlich noch Möglichkeiten, dass Menschen mit Beeinträchtigung auch Tango-Kurse besuchen können, hier oder woanders in Berlin? Also das Tango-Café ist jeden dritten Sonntag von 15 bis 18 Uhr. Es ist immer ein professioneller Tango-Lehrer, der sozusagen eine Einführung und eine Praktika macht und dann ist ein Tango-Café von 16 bis 18 Uhr. Alles ist wichtig, dass es ehrenamtlich ist. Es gibt Kuchen, es gibt Kaffee. Genau. Und die Leute kommen eigentlich einfach irgendwo her. Und weil sie das erfahren haben, mittlerweile wissen es auch schon viele. Mhm. Es gibt aber noch andere Angebote, die wir sozusagen mittlerweile organisieren. Wir haben einerseits einen wöchentlichen Tanzkurs im NU, jeden Mittwoch von 16:30 bis 17:30, der im Winter pausiert und dann wird wieder beantragt neues Geld beim Paritätischen, der das finanziert. Mhm. Und das geht weiter. Da kommen jetzt auch viele zu den Veranstaltungen her, die sozusagen Mittwoch kommen. Und wir haben einmal im Jahr ein Wochenende, das wird von der Seelenbewegt-Stiftung finanziert. Das ist eine Stiftung, die für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen Angebote schaffen will. Das sind sozusagen unsere drei Steine, die wir haben. Wir haben auch oft, oder nicht oft, aber immer wieder auch Live-Musik. Das ist ja auch wie eine offene Bühne. Also jeder, der was machen möchte, kann was machen. Deswegen hatten wir auch schon öfters Live-Musik oder wir hatten einen norwegischen Tango-Tenor. Also das ergibt sich dann in der Zeit. Mit Corona haben wir ja so ein bisschen Pause gehabt und jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder los. Kommt eher Stammpublikum zu den Veranstaltungen oder gibt es jeden Monat auch neue Gesichter, die neugierig auf das Projekt sind und sich unter die Tanzenden mischen? Das mischt sich sehr. Also wir haben auf der einen Seite immer wieder ganz viele neue, aber wir haben auch immer wieder Menschen, die Stammpublikum sind, die auch hierher kommen, das unterstützen und fest sind. Aber es gibt keine wirklich ganz feste Gruppe. Also nicht, dass man so sagen kann, die kommen immer wieder und es kommen auch immer neue dazu. Und es ist ja auch so, dadurch, dass wir so vielschichtig sind, weiß ich ja zum Beispiel gar nicht, wer in Anführungsstrichen einen inklusiven Hintergrund hat, weil die Menschen ja in einen offenen Raum kommen. Und nur wenn es sichtbar ist, wie bei jemand, der blind ist oder gehbehindert mit dem Rollstuhl, aber bei vielen ist es ja auch gar nicht sichtbar und soll auch nicht sichtbar sein. Ja, okay. Menschen ohne Beeinträchtigung wirken im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen oft hilflos. Wie ist das bei euch? Gibt es da Berührungsängste im Umgang miteinander und wenn ja, wie geht ihr damit um?
Nee, wir haben damit wenig bis keine Schwierigkeiten. Wir haben eigentlich eher umgekehrt. Zum Beispiel bei den Wochenenden war es oft so, dass Menschen mit Psychiatrieerfahrung, die zum Beispiel auch ein Trauma erlebt haben, Schwierigkeiten mit dem Körperkontakt haben. Da war es zum Beispiel sehr hilfreich, dass Menschen mit geistlichen Beeinträchtigungen sehr offen und frei sind und in dem Bereich wenig Schwierigkeiten haben, sodass sich das eigentlich immer wieder gut ergänzt und glaube ich auch ein Stück die Menschen, also die Tango-Tänzer, die kommen, sind auch soziale Tango-Tänzer. Und dadurch haben wir eigentlich wenig bis kaum damit zu tun. Also eine große Offenheit vorhanden. Das beantwortet schon fast meine nächste Frage. Also den Sichtwechsel hin zu den Menschen mit Beeinträchtigung und wie sich die Veranstaltung der Tango auf diese Menschen auswirkt. Nein, die sind vor allem froh, oder was, das sind immer wieder die Rückmeldungen, dass es so ein normales Umfeld ist. Dass es sozusagen nicht was Krankes, Ja. Behindertenmäßiges ist, sondern dass es so ganz, ganz normal ist und dass sie darüber auch ganz unkompliziert mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Okay. Was unterscheidet aus deiner Sicht das inklusive Tango-Tanzen von anderen Milongas und Praktikern? Na, ich glaube, der größte Unterschied ist, dass wir eben einen ganz starken sozialen Aspekt haben. Eigentlich, also das war mal ein Argentinier da, dem hat es hier sehr gut gefallen, weil es ihn an Argentinien erinnert hat. Also das Kuchenessen, das miteinander reden, das miteinander tanzen, spielten, glaube ich, einen größeren Raum oder hat einen größeren Raum wie bei einer normalen Milonga. Also noch mehr Austausch. Noch mehr Austausch, viel Platz, viel Freundliches auch miteinander. Also das, was man manchmal sonst auch in der Tango-Szene hat, dass es so sehr ehrgeizig ist, das findet hier nicht statt. Ja, vielen herzlichen Dank, Ole, für die Einblicke in eure Veranstaltungen. Die Termine gibt es natürlich auch bei uns online im Tango-Kalender. Viel Erfolg weiterhin für das Projekt und gleich kommen die Gäste. Viel Spaß beim Tanzen. Dankeschön.